Hallo allerseits und willkommen zu diesem Produktvorstellungsvideo. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier einige schöne Sachen liegen, die ich euch mal zeigen möchte. Die sind allesamt von Gero Design. Das ist ein Hersteller, den ich bis vor kurzem noch nicht kannte. Die haben mich vor einer Weile kontaktiert und mich gebeten, dass ich doch mal ein paar von ihren Produkten mal vorstellen soll in dem Video und auch Verbesserungsvorschläge geben soll, da anscheinend meine Meinung, was zählt. Das finde ich ist recht interessant und deswegen möchte ich euch das mal zeigen. Ich sage es gleich mal vorneweg, alles was ihr hier sehen könnt, wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Das soll aber mein Urteil darüber jetzt nicht beeinflussen. Ich lege großen Wert auf meine Unabhängigkeit und Objektivität. Also spielt es für mich keine Rolle, ob ich es gekauft habe oder zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich finde, ihr habt da auch ein Recht drauf, eine absolut objektive Meinung von mir da drüber zu bekommen. Ich sage das bloß vorneweg, weil das ist ja immer ein bisschen so eine Sache. Manche Leute legen das falsch aus oder es hat auch schon in der Vergangenheit Probleme gegeben, wo ich Produkte vorgestellt habe, die dann ja im Langzeittest ein bisschen Probleme verursacht haben und ich habe darauf hingewiesen und es wurde dann von dem betreffenden Hersteller nicht sehr professionell aufgenommen. Und das ist immer ein bisschen so eine Gratwanderung. Ich möchte da keinem auf die Füße treten, aber ich möchte auch ehrlich sein. Und deswegen sage ich das gleich mal vorneweg. Trotzdem wird es hier eine interessante Sache und gegen Ende dieses Videos wartet dann auch noch eine kleine Überraschung für euch. Schauen wir uns zuerst mal die Ziegelsteinpackungen an. Da gibt es hier einmal die Ziegelsteine in Rot. Maßstab 1 zu 32. Für 1 zu 35 ist es auch in Ordnung. Und dann haben wir hier noch Trümmersteine im selben Maßstab. Beide Packungen haben jeweils 2000 Steine drin. Die Ziegelsteine kosten 9,90 Euro und die Trümmersteine 8,90 Euro. Finde ich es eigentlich ja, ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe zum Beispiel hier eine Packung von Juvela. Die machen auch so diverse Steine und so. Das ist jetzt hier eine 1000er Packung. Die gibt es auch als 2000er Packung. Da kosten sie so ungefähr 14 bis 15 Euro. Also da spart man sich schon ein bisschen Geld. Schauen wir uns das aber nochmal aus der Nähe an. So, hier sieht ihr mal den Inhalt. Ich habe mal ein paar Steine ausgeleert, damit man das mal aus der Nähe sehen kann. Also die Steine bestehen aus ja, Gips oder Gießkeramik. Ich finde jetzt auch, dass die Trümmersteine eigentlich qualitativ nur geringfügig unter den normalen Ziegelsteinen liegen. Bei vielen fehlen ein paar so Ecken, ja, wie man hier sehen kann, ja, oder weisen kleinere Beschädigungen auf. Die Steine von Juvela sind eigentlich größtenteils perfekt. Also da sieht man schon, da ist die Qualität etwas höher. Ich finde, es ist ganz wichtig, den Vergleich zu ziehen. Je nachdem, was man bauen will. Für mich spielt es zum Beispiel jetzt nicht so eine Rolle, dass die Steine perfekt sind, da ich die meistens eben ein bisschen zerdrücke. Wenn ich da, sagen wir mal, eine Trümmerlandschaft bauen möchte, dann ist es meistens ganz wichtig, dass da auch ein paar kaputte Ziegelsteine dabei sind. Also ich denke mal, für den normalen Dioramenbauer spielt es jetzt nicht so eine Rolle. Also da sind die völlig ausreichend. Die kann man auch schön zerdrücken, wenn man noch kleinere Trümmer braucht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Dann hat man da schon gleich passenden Schutt. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sind die Ziegelsteine von Gero Design auf jeden Fall ziemlich gut. Können wir gut brauchen. So, wie sieht es mit der Anwendung aus? Das möchte ich bei den Ziegelsteinen auch gleich vorführen. Also, damit ihr das auch gleich mal seht, wie man die verarbeiten kann. Ich habe jetzt hier ein bisschen Modelliermasse und da werde ich mal hier so einen kleinen Schutthaufen modellieren. Also da spart man sich natürlich ein bisschen Material, wenn man jetzt da unten drunter ein bisschen die Modelliermasse packt. Dann reicht es, wenn man hier die Oberfläche praktisch gestaltet. Da muss man nicht so viel Steine verwenden. Das wird hier ein bisschen glatt gestrichen mit ein bisschen Wasser und dann kommt ein bisschen Holzleim drauf. Das sollte reichen. Das verteile ich da mit einem befeuchteten Pinsel noch ein bisschen.
dass da die Steine dann gut auch halten. So in etwa. Und dann können wir die Steine draufwerfen. Ein paar möchte ich dann noch zerdrücken, dass sie noch stärker beschädigt sind. Dann nehme ich hier immer so einen kleinen Amboss. Der eignet sich da ganz gut dafür. So. Und dann werfe ich die im Prinzip einfach nur aufs Diorama drauf. Kann die auch ein bisschen eindrücken. Die Modelliermasse ist ja noch relativ weich. Genau. Was ich dann auch noch gern mache, ist noch ein bisschen Erde drüber streuen, dass das noch ein bisschen mehr Textur bekommt. Schauen wir uns dann noch an, wie die Ziegelsteine die Farbe und so weiter annehmen. Wie ihr sehen könnt, habe ich auf das Diorama noch ein bisschen mehr Schutt draufgeklebt, ein paar Plastikteile und so weiter. Zunächst wird das Diorama komplett schwarz grundiert. Das klappt schon mal ziemlich gut, da bröselt nichts ab, also die halten der Farbe durchaus stand. Dann kommt nochmal eine Farbschicht drauf mit einem ziegelroten Farbton und anschließend bemale ich noch einzelne Ziegelsteine mit einer etwas anderen Farbe, damit es ein bisschen lebendiger und realistischer wirkt. Zu guter Letzt kommt dann noch ein Ölfarbenwasch drüber, damit die Details ein bisschen betont werden. Und auch das halten die Ziegelsteine aus, ohne sich abzulösen. Oder auch die Farbe, die wir jetzt schon aufgetragen haben, ohne dass die irgendwie abblättert. Also das klappt eigentlich ziemlich gut. Und so sieht es dann aus, wenn das Wasch getrocknet ist. Man kann da noch ein bisschen mehr machen, zum Beispiel kann man hier noch mit Pigmenten reingehen von Vallejo. Zum Beispiel das Brown Iron Oxide ist ziemlich gut. Oder auch das Burnt Umber, um eben Ziegelstaub und so auch darzustellen. Das wäre aber dann auch schon alles. Also das klappt ziemlich gut. Das gefällt mir sehr gut, wie das aussieht. Also Bestnote von mir. Kommen wir nun zu den nächsten Sets. Die gehören ein bisschen zusammen, wie ich finde. Hier einmal 50 Bordsteine, 50 Gehwegplatten und 2000 Pflastersteine. Jedes Set jeweils 8,90 Euro. Ja, die Teile sind für 1:35 vielleicht ein bisschen groß, aber ich denke, das lässt sich gut verwenden. Muss ich halt vielleicht ein bisschen tiefer einsetzen, dass dann die Stufen nicht so groß werden. Die Teile sind schön gegossen. Ab und zu fehlt mal eine Ecke oder so, sind kleinere Beschädigungen. Finde ich jetzt nicht schlimm. Auch ein paar so Lufteinschlüsse, wie man hier sehen kann. Ist aber jetzt im Anbetracht des Preises auch durchaus okay. Die Pflastersteine haben ein ähnliches Problem, wenn man so will, wie die Ziegelsteine. Da fehlen ab und zu ein paar Ecken, kleinere Lufteinschlüsse. Aber dafür bekommt man 2000 Stück. Das ist eine ziemlich reichhaltige Packung. Ich habe jetzt hier mal von Plus Model sind es, glaube ich, so Pflastersteine. Die sind wesentlich kleiner, wie man sehen kann. Haben keine Einschlüsse. Aber da habe ich gesehen, kostet, glaube ich, eine 150 Steine-Packung ungefähr genauso viel wie hier 2000 Stück. Das muss man natürlich aussehen. Da gibt es relativ viel auf dem Markt. Da kann man auch nicht immer unbedingt alles miteinander vergleichen, weil es dann doch recht unterschiedlich ist. Es kommt halt immer darauf an, was man will, was für eine Szene man im Kopf hat. Und dann passt mal das eine mehr, mal das andere mehr. Kommen wir nun zu den Dachziegeln. 1:35, 250 Stück für 7,90 Euro. Da fällt mir schon mal auf, dass die Ziegel verdammt groß sind für 1:35, wenn ich da jetzt mal einen Kollegen daneben halte. Also solche Dachziegel habe ich noch nirgends gesehen. Ich denke, das ist für größere Maßstäbe ganz gut. Für so, ich sag mal, 1:25
aufwärts, vielleicht sogar 1:16. Da würde das ganz gut passen. Ja, auch hier sehen wir leichte Beschädigungen, was aber durchaus passen kann, wenn man ein Diorama baut mit einer Hausruine oder so. Ich persönlich verwende zum Beispiel sehr gern von Jovela die Dachziegel. Die haben jetzt zwar eine komplett andere Form, aber das finde ich ist durchaus vergleichbar. Da ist auch die Größe wesentlich realistischer und die sind aus Plastikspritzguss, was ich auch recht angenehm finde. Da kostet ein Set mit 560 Ziegeln so ungefähr 15 Euro, was ich eigentlich auch einen ziemlich guten Preis finde. Also die Ziegel sind hier für 1:35 nicht wirklich brauchbar. Für größere Maßstäbe, ja, da sieht es wieder anders aus. Kommen wir als nächstes zu den Munitionskisten der deutschen Wehrmacht. Da sind 25 Stücke drin. Die sind ebenfalls aus Gießkeramik gemacht, also nicht aus Resin, wie man vielleicht zunächst vermuten könnte. Da fällt mir auf, dass die Holzstruktur da ein bisschen sehr stark ist und das Ganze auch etwas klobig wirkt. Das Set kostet so 7,90 Euro, ist eigentlich ganz okay. Ich persönlich verwende zum Beispiel sehr gern von Black Dog die Kisten. Die sind aus Resin, sind wesentlich schärfer wiedergegeben, kosten, glaube ich, so um die 15 bis 20 Euro. Da weiß ich gar nicht, wie viele Kisten drin sind, auch so, sagen wir, 20 Kisten circa. Also eine ähnliche Größenordnung. Ja, ist halt eine Preisfrage. Also die hier sind auf jeden Fall wesentlich preiswerter, sehen aber jetzt für mein Dafürhalten auch nicht so überragend gut aus. Kann man vielleicht so irgendwo im Hintergrund gut einbauen, wo es nicht so drauf ankommt, oder wenn man vielleicht so Stapel Kisten hätte und den irgendwie unter einer Plane noch irgendwie verbergen möchte, da eignen die sich ganz gut. Also, ich sag mal, das hat alles seinen Verwendungszweck, wie ich finde. Aber jetzt so, ja, als Eyecatcher eine einzelne Kiste irgendwo hinpacken, von denen würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Als nächstes schauen wir uns eine Testpackung an, die gibt es in der Form nicht. Und zwar sind es hier Drachenzähne vom Westwall, auch aus Gips gegossen. Die sehen eigentlich wirklich sehr schön aus, haben ein paar kleinere, ja, Luftlöcher drin, aber das ist wirklich kein Problem, das kann man leicht verspachteln. Und ich finde, dieses Material nimmt auch die Farben und das Wash sehr schön an. Also da finde ich, das ist sehr gelungen. Und das Interessante ist, normalerweise gehört das zu einem 30-teiligen Set, mit dem man eine Sektion des Westwalls bauen kann. Und der ganze Spaß kostet 13,90 Euro. Und da finde ich, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot. 30 so, ja, Zähne und Verbindungsstücke vom Fundament. Also das ist wirklich ganz ordentlich. Und da lässt sich auch wirklich viel mit anstellen. Üblicherweise, wenn man so Betonhöcker in Bausatzform sieht, sind die meistens entweder relativ klein oder ja, einfach, ja, relativ wenig Teile nur drin. Also wenn man da größere Dioramen hätte, da käme man nicht weit. Wohingegen hier ist es wirklich sehr reichhaltig. Da kann man durchaus auch eine größere Szene mitbauen. Dann zu dem Preis, also da gibt es wirklich nichts zu meckern. Zu guter Letzt schauen wir uns noch hier die Alterungspaste an. Das ist hier ein Schlammton, der für meinen Geschmack ein bisschen zu rötlich ist. Das sind 20 Milliliter Gefäß und im Deckel ist hier auch gleich so ein Pinselchen angebracht, mit dem sich das dann auftragen lässt. Kostet 6,90 Euro, finde ich, ist ein bisschen ein Problem allgemein, dass es da so viele Alterungsprodukte mittlerweile gibt. Da finde ich, ist der Markt etwas übersättigt. Wie sieht es am Modell aus? Ich habe es hier mal ausprobiert. Das Ganze ist wirklich ziemlich zäh. Kann man ein bisschen Wasser verdünnen. Also hier, ja, habe ich es ein bisschen stärker aufgetragen und da rüber wird es etwas verdünnter. Naja, es ist nicht so wirklich mein Geschmack. Man müsste es auch mit ein bisschen Klarlack versiegeln, weil es lässt sich ziemlich leicht abrubbeln, wie man sehen kann.
Also, naja, kann ich persönlich jetzt nicht unbedingt brauchen. Der Farbton ist ein bisschen seltsam, es hält nicht sonderlich gut und ja, ist auch ein bisschen eine zähe Sache. Aber ich kann es euch nochmal zeigen, wie man es aufträgt. Also wie man sehen kann, die Paste ist ziemlich zäh. Das sollte man also immer mit ein bisschen Wasser noch arbeiten, um das zu verdünnen. Ich topfe jetzt hier mal ein bisschen ran und dann verteile ich das mit einem etwas befeuchteten Pinsel. Also wie gesagt, ich finde den Effekt nicht sonderlich befriedigend. Ich denke auch, dass es ein Produkt ist, eine perfekte Staub- oder Dreckalterung direkt aus der Flasche bietet, nie geben wird. Das ist immer ja, eine Frage, wie man das halt kombiniert mit diversen Hausmittelchen oder auch mit anderen Produkten. Also das ist so für sich allein genommen, finde ich das eher ja, mäßig bis schlecht. Also kann man jetzt nicht vorstellen, das zu verwenden. Vielleicht, wenn man Vietnamkriegs-Diorama hat, da gibt es Gegenden mit so ja, rot-orangen Erde. Da könnte man vielleicht ein paar Staubeffekte mit erzielen. Aber jetzt für alles, was Zentral- oder Osteuropa betrifft, finde ich, ist das relativ ungeeignet. Aber ihr habt es gesehen, vielleicht fällt euch ja was dazu ein oder vielleicht kann man das auch anders benutzen. Mir ist jetzt nicht so ganz klar, wie da die Anwendung genau gedacht ist. Vielleicht mache ich hier auch was falsch. Das ist jetzt nur so, wie ich es jetzt mal spontan machen würde. Das ist möglicherweise nicht korrekt, weiß ich nicht genau. Vielleicht fällt euch ja was dazu ein und ihr könnt es irgendwie verwenden. Gut, dann habt ihr alle Produkte gesehen, die Gero Design mir zugesendet hat. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Ziegelsteinsets sind sehr gut vom Preis-Leistungs-Verhältnis her und lassen sich für viele Dioramen verwenden. Also die sind wirklich spitze. Ähnliches gilt für die Gehwegplatten, die Bordsteine und die Pflastersteine. Die sind zwar minimal überdimensioniert, aber das lässt sich dann schon entsprechend anpassen. Und auch die sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sehr attraktiv. Die Dachziegel sind eher für größere Maßstäbe geeignet. Also 1 zu 35 ist da definitiv falsch. Die würde ich eher so für 1 zu 25 aufwärts verwenden. Die Munitionskisten sind etwas grob detailliert. Die würde ich eher nur in den Hintergrund stellen bei dem Diorama. Dafür sind sie gut. Jetzt irgendwie im Vordergrund oder so würde ich sie eher nicht nehmen. Und die Drachenzähne sind sehr schön und da freut es mich auch, dass es da ein größeres Dioramenset gibt, wo man dann so eine ganze Linie gut darstellen kann für relativ wenig Geld. Ist allgemein recht schön, habe ich gesehen bei Gero Design auf der Homepage. Sieht man jede Menge Dioramensätze mit Gebäuden, Ruinen, Straßen, Mauern und so weiter, die auch sehr attraktiv sind preislich. Also da finde ich, ist alles richtig gemacht worden. Die Schlammpaste ist leider ein bisschen problematisch. Die ist A relativ teuer und B auch ein bisschen schwierig einzusetzen. Ich finde den Farbton nicht wirklich passend. Die Textur ist auch ein bisschen seltsam, was man damit bekommt. Der Markt ist halt bei so Alterungsprodukten doch ziemlich übersättigt. Also da weiß ich nicht so recht, was ich von halten soll. Wenn ihr wollt, ihr könnt es ja selber mal ausprobieren. Also ich persönlich sehe da für mich selber eigentlich keine Verwendungsmöglichkeit. Das ist ein bisschen schade, aber ich muss ja ehrlich bleiben und das ist zumindest meine Meinung dazu. Kommen wir nun zu der kleinen Überraschung, von der ich am Anfang des Videos gesprochen habe. Und zwar habe ich für euch einen 10% Rabattgutschein für den Online-Shop von Gero Design. Der ist gültig bis 31. August. Und da könnt ihr ja mal durchschauen, was die so haben. Also vielleicht gefällt euch ja was von dem, was ich hier gezeigt habe. Aber im Online-Shop gibt es ja noch ein paar andere Sachen, die sicherlich auch sehr interessant sind. Also wenn ihr wollt, könnt ihr ja was bestellen. Dann habt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen Geld gespart obendrauf, was ich doch ziemlich nett finde. So viel zu den Produkten. Vielen Dank nochmal an Gero Design, dass mir das alles zur Verfügung gestellt wurde. Ich kann das meiste davon sehr gut brauchen und ist auch interessant, das für meine Zuschauer das Ganze vorzustellen.
Also vielen Dank nochmal dafür. Das ist wirklich eine schöne Sache und ich hoffe, dass ihr mit meiner Vorstellung auch zufrieden seid. Soweit so gut. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hameka Barkas.